Aus der rechten Ecke dieser Regierung ist man ja schon einiges gewohnt. Aber das hier stellt einem die Magennerven doch vor eine gehörige Zerreißprobe. Klammert man sich zunächst noch an die Hoffnung, dass es sich bei diesen Präventivhaftfantasien bloß um einen Ausrutscher handeln kann, einen Lapsus auf einer Bananenschale, einer braunen. So dann belehrt einen die Sichtung der Medienberichte doch eines Besseren. Da wird doch eindeutig ein Konsens fabriziert. Wir können zuschauen. Ja, wirken, tut das jedenfalls so. Also mir stellt's da die schüttere Haarpracht auf. Das hier kommt ja also aus dieser neuen politischen Mitte, oder wie die das nennen. Also genau die Mitte im Volk, im mythischen Volk. Unsere Leid. Und für die alle, also für alle Wichtigen, da spricht diese Regierung. Sie sagt das so. Gemeinhin differenziert man das ja um eine Dimension reicher aus heutzutage. Bruder, müssen wir das alles wieder so kompliziert machen? Ein bisschen einen Anspruch haben wir aber schon. Ihr schreit das nicht nach an, bisschen. Audiovisuelle Aufbereitung. Also seinerzeit in den Wiener Stadtgesprächen, bitte. Links, rechts, rauf, runter. Ich glaube, der Bruno will ja nur warten, bis das alle gelesen haben. Dabei kann man ja eh immer auf Pause drucken, wenn man mag. Das ist ja zu anstrengend, Freddy. Muss ich mal ja... Endgültig den Batschen ausziehen tut es einem aber, wenn man realisiert, was dann noch so an taktisch verwirrten Schafen in den eigenen Reihen herumgeistert. Eine Frage bitte, wie kann man den Parteischendamm meine burgenländische SPÖ nur so selbstverständlich überlassen, bitte? Der hat ja vielleicht komische Denkmuster verinnerlicht in seinem Milieu, also welche, die demokratiepolitisch ein bisschen kacke sind. Und da ist dann auch noch ein anderer, der offen nachdenkt und sich nicht festlegen will. Darf ich dazu bitte auch einmal was sagen? So von Bürgermeister mit Medienerfahrung zu Bürgermeister. Ludwig, bitte sei gescheit. So was sagt man doch nicht. Schutzhaft für alle. Von schutzhaft ist die Rede. Ja, ich dachte, dass man da verfassungsrechtlich einen zusätzlich zulässigen Haftgrund verankern muss. Denkt da vielleicht wer daran, zur Not politische Gegner wegzusperren? Flott und aus Sicherheitsgründen. Anno dazu mal habe ich ja erlebt, wie das geht. Mit bubenhafter Leichtfüßigkeit wird dann niedrigste rassistische Instinkte appelliert. Wir nennen das jetzt Lohnsenkungsstrategie, weil Dumping soll man ja nicht sagen. Einen bestimmten Herrn Innenminister könnte man vielleicht daran erinnern, dass er mit diesem Plan, zumindest was die Entlohnung angeht, nur noch 1,50 Euro von einem Hohn dieser Art entfernt ist. Es ist eine alte Idee, alle, mit Verlaub, Scheißjobs selbstgerecht an die Untersten weiterzureichen. Die Frau Sozialministerin gibt uns dazu einen Einblick in ihre hochkomplizierten Gedankengänge. Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal. Ja, mein lieber Freddy, ist denn diese Dame wirklich vorhanden? Oder ist das schon wieder eine deiner Fantasien? Man kennt das ja nicht mehr auseinander hier. Helmut, tu mich doch jetzt bitte nicht von oben runter belehren. Ich war bitte Unterrichtsminister. Und natürlich ist die Frau Monro eine konstruierte erst. Ich hab's mir ja schon gefragt, ob diese Dame freiwillig mit einem Erdapfel wie dir herumhupft, bitte. Helmut, ich denk mir was, und dann ist es gleich auch, also hier in diesem Meter jenseits. Aber hörst, das mit der Fantasie, das ist früher als körperlicher auch schon immer gegangen. Brauch ich dir ja nicht erzählen, Helmut. Ha, und die Herme? Ja, die wird ihre eigenen haben. Wir brauchen das jetzt bitte nicht im Gremium durchdiskutieren. Man wahrt sich auf die Art eine gewisse manierliche Distanz, bitte. Das ist ja auch was. Helmut, er braucht halt diesen kleinen Herbert.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Wurmschädel. Ja, da werden wir die jungen Radikalen mal wieder Kloputzen schicken müssen. Haben wir's, Grumschädel. Wir kennen ja den Weg. Still, und wie es ist.